Starke Marken für starke Inhalte. Gute Unterhaltung bei Bauen und Wohnen wünscht Schwörerhaus. Und die Kreissparkasse Ravensburg. Willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Bauen und Wohnen, der Wohlfühlsendung für Ihr Zuhause. Aufgrund der heißen Temperaturen halten wir heute auch die Moderation ein bisschen kürzer. Und das sind die Themen der heutigen Sendung im Überblick. Raus an die Sonne, welche Gartenmöbel jetzt Trend sind und was Sie beim Kauf beachten sollten. Ein Platz an der Sonne in Lindenberg, der Sonnenstadt im Allgäu, findet sich versteckt eine ganz außergewöhnliche Immobilie. Und Schutz vor der Sonne bei Markisen und Sonnenschutz kommt es auf Design und Material an. Seit vergangener Woche hat der Sommer in Deutschland Einzug gehalten. Haben Sie schon die richtigen Outdoor-Möbel gekauft? Was brauchen Sie? Den Tisch, wo Sie gemütlich mit der Familie Abendessen können? Die Lounge, wo Sie gemütlich faulenzen können? Oder die Muschel, wo Sie im Sonnenuntergang ganz bequem mit Ihren Liebsten kuscheln können. Wir zeigen Ihnen die neuesten Trends bei den Outdoor-Möbeln und was Sie beim Kauf beachten sollen. Wenn nicht jetzt, wann dann? Raus an die Sonne, raus in den Garten. Und das am besten mit stylischen Outdoor-Möbeln. Schon seit einigen Jahren auf dem Markt liegen die sogenannten Wickermöbel in Flechtoptik immer noch im Trend. Allerdings kommen sie aktuell im 60er-Jahre-Retro-Stil daher. Auch bei Material und Farbe bieten die Hersteller Neuheiten, beispielsweise helle Naturtöne. Was die Pflege angeht, machen es einem die heutigen Gartenmöbel einfach. Wasserfest, robust und leicht zu reinigen. Einzige Ausnahme: Holzmöbel. In alter oder neuer Optik immer noch zeitlos modern, sollte hier beim Kauf einiges beachtet werden. Holz ist natürlich ein Naturprodukt. Hier ist oft das Problem halt mit, wenn man isst an dem Holztisch, mit Salatsoßenflecken, also Ölflecken, Rotweinflecken. Also wenn ich jetzt eine Familie habe mit mehreren Kindern, Kleinkindern, dann würde ich natürlich von Holz nicht unbedingt zuraten oder ich mache eine Tischdecke drauf. Obwohl die aktuellen Gartenmöbel dafür eigentlich fast zu schade sind. Vor dem Kauf sollte man sich außerdem überlegen, wie viel Stellfläche im heimischen Garten oder auf dem Balkon zur Verfügung steht. Ebenso, was man investieren möchte. Auch bei Gartenmöbeln gilt, es gibt fast alles, von sehr billig bis sehr teuer. Ebenfalls wichtig, will ich meine Garnitur zum Essen oder nur zum Relaxen nutzen. Und noch ein Tipp vom Profi. Unabhängig vom Material, gerade bei Stapelstühlen, kann ich einen ganz kleinen Trick machen, was man normal nicht macht, auf die beiden hinteren Füße und versucht zu schaukeln hier. Ne? Und wenn hier der Stuhl wenig nachgibt, dann habe ich hier einfach einen sehr stabilen Stuhl. Und wenn ich hier den wirklich 5 cm hinüber, rüber und über das Ding bewegen kann, dann ist einfach der Stuhl nicht so stabil. Und ist er bequem? Denn hier der wichtigste Tipp: Möbel vor dem Kauf immer Probe sitzen. Dann steht einem Supersommer im eigenen Garten nichts mehr im Weg. Liebe Zuschauer, haben Sie jetzt richtig Lust auf den Sommer bekommen? Dann bleiben Sie dran. Gleich geht es bei uns weiter, unter anderem mit der Bauen und Wohnen Traumimmobilie. Heute aus der sonnenreichsten Stadt Deutschlands. Bis gleich. Gleich geht es weiter mit Bauen und Wohnen, präsentiert von Schwörerhaus und der Kreissparkasse Ravensburg. So könnte auch Ihre Wohnung aussehen. Mit Riga Raumdekor. Ihr Gesamteinrichter vom Boden bis zur Decke. Ob jung oder alt, wir renovieren Ihre Wohnung. Auf Wunsch auch seniorengerecht. Schlüssel übergeben und wohlfühlen. Alles aus einer Hand. Riga Raumdekor in Sigmaringen. Das sagenhafte Bärenland am Sonnenkopf ist ein Ausflugsziel mit Bergerlebnis für die ganze Familie mit über 30 tollen Spielstationen. Einfach Bärig, der Sommerbetrieb vom 20.06. bis 4.10.2015 im Klostertal in Vorarlberg.
Bauen Sie Ihre Immobilie nicht auf Sand. Schon ab 35 Euro Mitgliedsbeitrag im Jahr werden Sie von Fachanwälten kompetent beraten. Mietverträge, Musterschreiben, Selbstauskunftsbogen für Insolvenzcheck und Infoblätter liegen für Sie zur Abholung bereit. Mit Rat und Tat für Ihr Eigentum. Haus und Grund Lindau. Sichern Sie den Wert Ihrer Immobilie. Jetzt Mitglied werden. Verloren beim Immobilienverkauf? Wir helfen Ihnen. REWA Immobilien ist seit 1994 der Ansprechpartner, wenn es um den Verkauf Ihrer Immobilie geht. Unsere jahrelange Erfahrung bringt Sie ans Ziel, um Ihre Träume zu verwirklichen. Vereinbaren Sie einen Termin. REWA Immobilien in Radolfzell und Konstanz. Winter grillt wird Ihnen präsentiert von Barbecue24, Ihr Grillfachhändler im Internet und in Ravensburg in der Wangener Straße 17. Also wenn Sie am Wochenende gar nichts Gutes zu tun haben, dann schauen Sie einfach Winter grillt an auf Regio TV. Grillen bis zum Abwinken. Und wir sind hier im Restaurant Strandhaus, also in meinem Restaurant in Lindau. Das Einzige, was mich hier wahnsinnig stört, sind die Bilder an der Wand. Also das finde ich jetzt völlig daneben, aber ansonsten finde ich es hier eigentlich ganz nett. Und ich saß heute das erste Mal in dieser Saison in meinem eigenen Biergarten. Ich war wirklich begeistert, aber eigentlich in erster Linie deswegen, weil ich dann in dem Moment ja nicht arbeiten musste. Aber sehen Sie selbst, furchtbarer Wandschmuck, also furchtbar. Bei seiner großen Schwester ist Leon einfach gut aufgehoben, auch wenn es manchmal kracht. Die beiden sind ein richtig gutes Team. Es ist einfach schön zu sehen, wie schnell sich meine Kinder entwickeln. Man sieht's an Lisa. Sie ist schon so groß geworden. Und jeden Tag ist bei uns etwas los. Gut, dass ich da zwischenzeitlich gelassen bleiben kann. Trotzdem bin ich gespannt, was die Zukunft noch bringt. Heute ist Lisa Ärztin. Und morgen will sie Ballerina werden. Gut, dass ich einen verlässlichen Partner an meiner Seite habe, der mich versteht und auf mich eingeht. Denn so könnt ihr zwei schon bald in unserem eigenen Garten spielen. Mama, träumst du? Ja, was ganz Schönes. Was auch immer das Leben für Sie bringt, wir sind an Ihrer Seite. Sparkasse Bodensee. Gut für mich. Willkommen zurück, liebe Zuschauer, bei Bauen und Wohnen, der Wohlfühlsendung für Ihr Zuhause. Die aktuellen Outdoor-Trends haben wir Ihnen schon vorgestellt. Und einmal im Monat ist es immer Zeit für die Bauen und Wohnen Traumimmobilie. Heute waren wir für Sie in Lindenberg im Allgäu unterwegs und ich verrate Ihnen so viel, es ist ein wahres Schmuckstück. Die Bauen- und Wohnen-Immobilienträume werden Ihnen präsentiert von Engel und Völkers. Laut Statistiken zieht es immer mehr Menschen ins Allgäu. Wohnsitze in Kempten, Memmingen oder auch Lindenberg scheinen beliebter denn je. Wir befinden uns hier im Westallgäu. Das ist das sonnreichste Gebiet in ganz Deutschland. Das liebt ja jeder schon mal alleine, schon Grund herzuziehen. Und dann sind wir auch nur circa 20 Kilometer vom Bodensee entfernt. Hier das Westallgäu bietet viele Freizeitmöglichkeiten, Wandern im Sommer, viele frische Luft und Bewegung. Wie bei der Region selbst muss man auch bei den dortigen Immobilien genau hinschauen. Versteckt im Ried liegt dieses Anwesen. Ehemals ein Bauernhof, findet sich hier heute ein Wohnhaus mit ungewöhnlicher Architektur. Und diese zeigt sich vor allem im Wohn- und Essbereich. Das ist ein ganz besonderes architektonisches Highlight, in dem wir uns hier befinden. Es wurde 2010 neu gebaut und ergänzt. Und dass der Wohn-Essbereich mit seinen 4 Metern Höhen bis zum offenen Dach sucht seinesgleichen und ist der Mittelpunkt für die Familie dann auch so. Hier trifft man sich auch zum geselligen Beisammensein mit seinen Freunden, genießt die Weite und den wunderbaren Panoramablick in die Berge und erfreut sich auch an dem besonderen Raumgefühl, das man da hat.
Kein Wunder, allein dieser Bereich hat eine Größe von knapp 250 Quadratmetern. Insgesamt wohnt man hier auf rund 360 Quadratmetern, noch nicht mitgerechnet die 200 Quadratmeter große Terrasse mit Pool sowie die, Achtung, 45.000 Quadratmeter große Grundstücksfläche. Und wer glaubt, das sei es gewesen, der irrt. Hier sind wir im Wellnessbereich und der kann sich wirklich so nennen, wie er heißt. Wir haben einen wunderschönen Jacuzzi mit Sprudelbad und allem, was man sich da vorstellen kann. Eine finnische Sauna und dann noch eine Dampfsauna, die ihresgleichen sucht. Also das finden Sie sonst in keinem anderen großen Erlebnisbad. Wer so wohnen möchte, muss dafür 1,96 Millionen Euro investieren. Dafür fast unbezahlbar dieser Blick in die Allgäuer Berge. Die Bauen und Wohnen Immobilienträume wurden Ihnen präsentiert von Engel und Völkers. Ach, liebe Zuschauer, wenn man diese Bilder sieht, bekommt man bei den Temperaturen richtig Lust, direkt in den Pool zu springen. Die Sonne hat natürlich nicht nur Vorteile, sondern bringt auch Gefahren mit sich, wie Hitzschlag oder Sonnenbrand und auch die Insekten, die uns abends immer piesacken. Im folgenden Beitrag zeigen wir Ihnen, wie Sie sich vor der Sonne und den Insekten effektiv schützen. Jetzt im Sommer haben sie wieder ihren Einsatz. Markisen, Jalousien und Rollläden spenden bei starker Sonneneinstrahlung und großer Hitze Schatten. Zudem sorgen sie für eine angenehme Kühle im Haus und verhindern ein Aufheizen der dahinterliegenden Räume. Auch die Möbel bleichen dank Markise und Co. weniger aus. Wichtig ist, die Unterschiede zu kennen. Der große Unterschied ist einmal den innenliegenden Sonnenschutz und den außenliegenden Sonnenschutz. Und ich denke, da gibt es gravierende Unterschiede. Einmal mit Hülse und einmal ohne Hülse im außenliegenden. Und im innenliegenden gibt es einen großen Unterschied einmal am Fenster, direkt am Fenster oder im Raum als Dekoration. Fenster gibt es in den unterschiedlichsten Größen und Formen. Der Sonnenschutz wird dem Rahmen heute exakt angepasst. Die aktuellen Materialien verleihen ihm zudem eine lange Haltbarkeit. Der Stoff bleicht nicht mehr aus, spezielle Imprägnierungen schützen das Material gegen Schmutz und Flecken. Sogar schimmelresistente Stoffe gibt es auf dem Markt. Somit müssen Markisen oder Rollläden heute nicht mehr nach ein paar Jahren ausgetauscht werden. Die neuen Markisenstoffe, Acrylstoffe sind heute auf dem neuesten Stand, wo es gibt. Die sind wasserdicht und sind sogar imprägniert. Das heißt, die sind langlebig, bis zu 20 Jahre hat man da gar keine Probleme. Neben Design und Material wird auch die Technik immer moderner. Gerade der außenliegende Sonnenschutz kann durch Wind und Wetter beschädigt werden. Auch wenn Markisen heute Windstärken von 6 bis 8 aushalten, kann die Befestigung einer solchen Witterung meist nicht standhalten. Hochwertige Markisen überstehen Stürme unbeschadet dank moderner Sensortechnik. Es gibt verschiedene Sensoren. Es gibt einen Wind- und Regensensor. Das heißt, wenn jetzt Windstärke 2 zum Beispiel auftritt, fährt die Markise automatisch rein. Es gibt dann noch Sonnensensoren. Das heißt, wenn jetzt eine bestimmte Sonnengrad erreicht wurde, fährt die Markise automatisch raus. Wenn die Sonne wieder weg ist, fährt die Markise automatisch wieder rein. Nicht automatisch, dafür aber ebenso notwendig wie ein guter Sonnenschutz sind Insektenschutzsysteme. Diese lassen sich problemlos an Türen und Fenstern anbringen. Gerade bei so ganz normale Balkontüre sind zum Beispiel die Pendeltüre ganz geschickt, weil man da einfach vom Handling her ist besser. Und bei der Schiebetüre ist zum Beispiel, wenn man Schiebetür hat, ist ganz geschickt, wenn man einfach Schiebetüre hat, wenn man sie auf Seite schieben kann. Für Allergiker gibt es die Gitter übrigens auch als Pollenschutz. Dabei sind die Maschen noch enger gewebt. Wer den Sommer und die Sonne also genießen will, sollte auf den richtigen Schutz nicht verzichten. Liebe Zuschauer, das war's für diese Woche auch wieder mit Bauen und Wohnen, der Wohlfühlsendung für Ihr Zuhause. Wir hoffen, Sie hatten Spaß und eine gute Unterhaltung. Wir sehen uns kommende Woche wieder, dann unter anderem mit dem Bauen und Wohnen Elektronik-Tipp. Und wir zeigen Ihnen, wie Sie auch ohne grünen Daumen in dieser Jahreszeit einen wundervollen Garten haben. Bis dahin eine gute Zeit, bleiben Sie gesund. Tschüss.
Starke Marken für starke Inhalte. Bauen und Wohnen wurde Ihnen präsentiert von Schwörerhaus und der Kreissparkasse Ravensburg.